Regen, schöne Madrid. Hast du überhaupt jemanden im Hinterkopf gehabt? Warte, lass mich überlegen. Nein. Ich hatte immer nicht. Das heißt, du warst der Loser, den ich immer mit seinem For You-Ranzen nach hinten gezogen habe und durch die Gegend geschleudert habe wie eine Schildkröte. Ja, ich bin direkt von For You wie heißt denn diese Mississippi-Militärsäcke da? Ach stimmt, die gab's auch noch. Ja, Army-Rucksack. Wir haben ja keinen Sinn. Army-Rucksack, genau. Den hatte ich dann auch direkt. Gut, bei Georg war der Unterschied noch, dass alle drauf unterschreiben durften. Der war schwarz, da konnte man nicht drauf. Ja, mit dem weißen Edding, da warst du noch so stolz drauf. Oh. Hey Georg, Hardy GDL, war eine super Zeit mit dir. Ich freue mich schon auf die 6. Klasse. Gab es damals eigentlich schon sowas wie Roffel, LOL, Giggles? Nee. Heute wurde erst später von. Was haben die denn da immer so draufgeschrieben? Gab es nur HDGDL? Ja, Grinz. Grinz gab es noch, genau, stimmt. Grinz gab es. Welcome back. Hi. Welcome back. Erhebt eure Gläser. Bild. Angela, wir wünschen dir für die 4 Jahre viel Erfolg. Angela ist so süß. Du bist ein sehr sympathischer Mensch. Weiche spielen! Was denn? Lass uns doch Blitzwerk! Holla! Er möchte gerne wissen, was unbedingt in den Koffer rein muss. Was nie fehlen darf. Kondome bei mir auf jeden Fall. Doch, wenn ihr einkauft, nur voll mit Kondomen. Man nimmt eigentlich sein, weil wir ja fast nie zu Hause sind, man nimmt eigentlich seinen ganzen Haushalt mit. Also alles Mögliche, ob das irgendwelche DVDs sind, Laptops und alles. Also eigentlich hat man alles dabei, man ist auch gestattet für jede Situation im Prinzip. Das ist wie ein langer Campingausflug. Bueno, estaba en una Campingausflug, ich hatte schon, ich lieber mit meinem Leiter. Und sie möchte gerne über deinen neuen Style, über deinen neuen Look reden und wie lacht. Ob das jetzt so bleibt oder ob das für die Tour vielleicht sich auch noch ändert? Ja, das kann sein, dass sich das nochmal ändert. Also ich hatte jetzt vorher die Dreadlocks und jetzt sind sie kurz, also das weiß ich nicht. Ich kann das vorher nicht sagen, ich entscheide das eigentlich immer spontan. Also das kommt eigentlich immer darauf an, was Georg gerade für eine Schamhaarfrisur hat, weil es immer daran orientiert ist. Ja. Gracias. Nächste Woche hast du deine Glatze, Freund. Sag mal, hau ab, Georg! Mensch! Ich geh gleich alles über. Dumme Nutze. Schlägt gleich ein, mein Freund. Also flottern Moment. Genau. Was? 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 Was spielen, Junge? Tom! Sag mal! Aua! Ja, was tue ich doch nicht? Tom! Guck nicht mehr hin! Hier! Gott sei Dank, das ist dein Zimmer. Ey, ich bin überall auf der Linie, ihr seid so bescheuert.
jetzt kommt eine funny TV-Show. Wir kochen heute. Unsere leckere Pasta kochen. Tokio-Pasta. Oh, wisst ihr was? Ich hab echt Bock, die dann auch zu essen. Hier gibt's ja nichts Vernünftiges. Tan amable y gracias.